poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor. Hallo! Also, ich bin jetzt angekommen in der Nähe von Ragusa. Also, finde mich noch auf Sizilien, habe aber den Ort gewechselt sozusagen. Und bin gestern, also ist eine Freundin zu mir gekommen. Wir sind zusammen nach Catania, haben dort ein Auto uns geholt und sind dann die Landstraße runter bis nach Ragusa. In Ragusa haben wir dann ein wunderbares Sorbet gegessen mit Brot. Für mich natürlich glutenfreies Brot, aber das war ja kein Problem. Also bei denen zumindest nicht. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Und das essen die hier zum Frühstück. Also es gibt dann so einen, so eine Art Sorbet in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir hatten Mandeln und Limone. Und dann dazu gibt es halt das warme Brot. Und dann reißt man so das Brot ab und tunkt das so in das kalte Eis. Ich meine, hier ist dann natürlich auch eine andere Temperatur. Gestern war es sehr frisch. Wir haben jetzt März, also es ist ziemlich kalt. Aber irgendwie war es total lustig. Und wir haben dabei danach ein bisschen gefroren. Sind dann den Strand lang gelaufen und haben uns da noch ein bisschen umgeguckt. Und abends, als es dann dunkel war, kamen wir hier an und ich habe mir schon mal alles angeguckt, wie der Käse hier vor Ort gemacht wird. Habe die Kühe besucht, den Esel und habe heute dann mit den Hühnern und den Schafen weitergemacht. Habe mir nochmal die Kühe angeguckt, weil die so süß sind. Und ja. Und dann habe ich heute Morgen, also gestern gab es dann schon den ersten Käse zum Probieren, da war ich sehr froh drüber, zum Abendbrot, frische Mozzarella und ein Pfefferkäse mit, was war noch, mit Minze. Der war auch sehr gut. Und dann gab es nochmal so einen älteren Hartkäse, der sehr salzig war, der war auch sehr, sehr lecker. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, also ich muss euch mal zeigen, wie wir jetzt hier gerade schlafen, Sarah und ich, also meine Freundin. Wir haben dieses wunderbare Zelt, weil das Haus ist nämlich noch nicht fertig. Und dann schlafen wir gerade in einem Zelt. In einem Haus. Ist irgendwie sehr lustig, das kenne ich noch von Kindheitstagen. Mama dann mal das Zelt aufgestellt hat. Ja. Ja, und heute Morgen bin ich aufgewacht. Und bin dann so vor die Tür und die Sonne strahlte mich an. Und ich dachte mir so, ach, ist das schön. Und dann gab es erstmal warme Ricotta. Irgendwie bin ich in der Nacht wach geworden, um 5. Und bin auf die Toilette, musste ich ins andere Gebäude rüber. Und da war der Papa schon fleißig am Arbeiten. Der fängt irgendwie um 4 Uhr früh morgens an zu arbeiten. Und sackt die ganz frische Milch ein und füllt die ab. Und die wird dann weiter produziert. Und dann entsteht dieser warme Ricotta halt zum Schluss. Wenn ich mir das genau erklären lassen habe, dann werde ich auch auf jeden Fall einen Bericht dazu machen, weil ich das super interessant finde. Ja, und den essen die hier, also einen riesigen Bottich, essen die zum Frühstück. Ich habe ungefähr so viel geschafft, danach war ich richtig satt. Und Sarah meinte, dass sie halt, da ist ein kleines Restaurant mit dran. Und im Sommer kommen die Leute hierher und essen frische Käse und Antipasti und ganz viele Sachen. Und dann gibt es halt richtig 3-Gänge-Menüs, ne? Also ist ja normal in Italien mit dem Antipasto. Aber das ist dann halt ein Riesenteller Antipasto, den natürlich alle miteinander teilen. Danach kommt aber dieser Bottich mit Ricotta bis oben hin gefüllt. Das kriegt jeder. Da wäre ich schon komplett satt. Also da wäre mir wahrscheinlich schon ein bisschen schlecht. Und dann kommt aber noch das richtige Essen, Fleisch und dann gibt es aber auch noch eine Süßspeise. Wow!
würde ich nicht schaffen, aber ich finde es total faszinierend, dass es Menschen gibt, die da echt das hinkriegen und dann trotzdem noch so sportlich aussehen. Ja, so, also das war jetzt erstmal mein erster Tag und ich berichte dann, wenn ich dann weiß, wie es weitergeht und vor allem, wie Kehle gemacht wird. Heute Abend fange ich an zu arbeiten, jetzt geht es erstmal zum Strand und heute Abend werde ich lernen, wie man Käse macht. Bis dahin. Tschüss.